Wir bearbeiten jährlich ca. 1,8 Millionen Bestellpositionen und ein Bestellvolumen von über 1,2 Milliarden Euro. Mit diesem Optimalisierungsgrad haben wir das Optimum erreicht. Und schneller, günstiger und effektiver geht es nicht. In unserem Portfolio haben wir so ungefähr 50.000 Artikel. Davon lagern wir hier auf 16.000 Quadratmeter so ungefähr 3.000 Artikel. Von Unikliniken über kleinere Praxen bis hin zum privaten Endkunden beliefern wir alles aus einer Hand. Früher kamen die Aufträge in Zettel, Fax oder Telefon. Heutzutage kommen die über ein E-Shop-System. Da werden die Aufträge gebündelt, in unser Lagerverwaltungssystem hochgeladen und anschließend kommissioniert und verschickt nach unseren Kunden. Und damit erreichen wir eine Geschwindigkeit. Das Vorteil des E-Shop ist, dass unsere Kunden 24/7 bestellen können über diese Plattform. Die kommen anschließend in unser Lagerverwaltungssystem rein, anschließend kommissioniert und an die Kunden verschickt. Eigentlich ist das komplette Lager ein System, das aus mehreren Systemen besteht. Wir haben den Autostore als innovatives System, wir haben die Pick-by-Light-Anlage als innovatives System, wir haben alles über Fördertechniken untergebracht und natürlich auch das Hochregal und wir bringen alle Systeme in diesem Lager zusammen. Unsere Produkte werden kommissioniert in Standard-Verpackungsboxen, die angemessen sind auf unsere Güterwagen, wo wir eine optimale Beladung von unseren LKWs erreichen, was einen positiven Impact hat auf die Nachhaltigkeit. Und auch die Mitarbeiter profitieren von der Anlage. In der Vergangenheit hatten wir schwere körperliche Arbeit in der Logistik. Heute übernimmt die Technik die schweren Arbeiten. Unser Erfolgsmodell ist die Digitalisierung in der kompletten Prozesskette. Wir haben die operative Beschaffung, die strategische Beschaffung und dahinter die Logistik. Unsere Kunden und auch unsere Patienten bekommen nichts mit von unseren komplexen Prozessen hier vor Ort. Wichtig ist, dass unsere Produkte da sind, wenn es gebraucht wird für unsere Patienten.